Willkommen zurück, ihr coolen Cats. Wir sind wieder in einem schicken neuen Level, in der neuen Welt. So, und das hat wohl ein Secret Exit. Und ich erkenne die Musik wieder. Und es ist kein gutes Gefühl, dieses Lied, weil das Lied stammt aus Mario und Luigi Dream Team Brothers, ein Let's Play, was ich angefangen habe, aber nie beendet habe. Bis heute. Und das macht mir Schuldgefühle. Ich sollte mich wieder an die Spiele irgendwie... Ich wollte schon sagen, irgendwann setzen. Aber das heißt, irgendwann setzen heißt schon wieder, ich werde es nie machen. Aber ich weiß es nicht. Ich habe es angefangen, da habe ich es pausiert, glaube ich, aus... Ich glaube, weil ich irgendwie verhindert war. Ich weiß es nicht mehr. Da habe ich es wieder angefangen und dann habe ich es... Ich glaube, im letzten Sommer war das dann so aufgehört, weil... Da habe ich so Pause gemacht vom Let's Play, weil... Das war Sommer und es war viel zu heiß zum Aufnehmen. Und danach habe ich, glaube ich, nur erstmal mit Mario Hex weitergemacht. Und das Spiel dann so ja, ein bisschen verkommen lassen, wisst ihr? Und dann nie wieder weitergemacht. Was eigentlich schade ist, weil es schon ein ziemlich gutes Spiel ist. Ich bin nur, glaube ich, schlecht in diesem Spiel. Das ist der Unterschied. So, jetzt haben wir auf einmal den grünen Switch. Das ging ja viel schneller, als ich dachte. Ja, und auf jeden Fall machen mir das Schuldgefühle, weil ich es echt nicht mag, Let's Plays anzufangen und aufzuhören. Ich meine, verglichen dafür, dass ich über die letzten Jahre auch schon so viel gespielt habe, habe ich, finde ich selbst, für meine Verhältnisse, auch relativ wenig abgebrochen. Es sind nur eine Handvoll Spiele, die ich nie beendet habe. Dazu gehören Pokémon Ranger in meinen frühen Tagen, Fire Emblem, wie heißt das nochmal, für den DS der Teil, wo man Marth spielt. Seht ihr, ich weiß nicht mal den Namen davon. GTA Vice City, weil das Spiel einfach viel zu schwer ist. Ich konnte es einfach nicht beenden. Ja, und jetzt auf dem aktuellen Stand Mario und Luigi. Aber es heißt ja nicht, dass ich nichts beenden kann noch. Also ich sollte mich echt mal wieder dran setzen und das Spiel weiterspielen. Weil es echt schade drum wäre. Außerdem will ich ja noch die anderen Mario und Luigi Teile Let's Playen, die ich noch nicht gespielt habe. Also das ist ja der vierte Teil. 1 und 2 habe ich schon Let's Played. Dann 3 und 5. Also der mit Paper Mario oder der neue. Würde ich eigentlich auch mal gerne spielen. So. Wie, oh fuck. Wie würde es denn aussehen, wenn ich einfach mal was Neues, also was Neues aus der Reihe anfange, obwohl ich das alte nicht mal beendet habe. Das geht ja gar nicht. Boah, scheiße, das kommt davon, wenn man so schnell spielt. Aber gut, da ich so viel einstecken darf, weil überlegt mal, ich brauche theoretisch. Das war ein weiter Sprung. Ich brauche theoretisch 5 Treffer erleiden, bis ich erst tot bin, wenn ich volles Item-Equipment habe. Ja. Okay, das ist cool. Ein Schiff. You are a pirate. Ich wette, ich weiß, welches Lied kommt. Nee, ich dachte echt dieses Lazy Town-Lied als Super Mario World Port. Ah, aber dafür haben wir was viel cooleres, liebe Jungs und Mädchen. Wir haben... ungefähr das Lied aus dem ersten Level, aus Donkey Kong Country 2. Arsch, Alter. Boah, das war... Das ist schön. Ich glaube sogar original, oder? Okay, du bist jetzt da unten. Da störst du mich nicht. Wir verfolgen einfach mit dem Bumerang, als weg. Boah, das ist echt ein cooler Song. Ich meine, generell, aus die Donkey Kong Soundtracks waren ja immer mit der besten, so die besten aus der Super Nintendo-Ära. Grant Kirkhope ist ein Name des eines amerikanischen Komponisten, der halt unter anderem, glaube ich, auch für dieses Lied zum Beispiel zuständig war oder andere aus Donkey Kong und dann in der N64-Ära auch noch mit Banjo-Kazooie und so, aber keine Ahnung. Das sind nur Infos, die ich aufgeschnappt habe, ne? Ich könnte auch falsch liegen, aber ich glaube schon, dass das so ist. So. Ja, cool. Ah, das brauche ich nicht. Vielleicht brauche ich es gleich, wenn ich irgendwo gegenstoße. Nee. Okay, unser erstes Unterwasserlevel. Ich habe jetzt nie drauf geachtet, was eigentlich mit diesen Pilzen ist. Also ich sammle... Wie viele gibt es in einem Level immer? Ich habe doch niemals irgendwann mal 5 davon gesammelt. Achten wir diesmal drauf. Ich versuche auch brav alle zu sammeln. Okay, und ich denke, solange ich eine Vollblume habe, ist das Level hier eigentlich easy.
Ich kann nämlich alles wegstoßen, was mir nicht passt. Vor allem die Gegner, die fliegen aber auch weg, ne? Aber richtig fett. Guck mal, wie er durch den Bildschirm fliegt. Das ist mir eigentlich schon im letzten Part aufgefallen. Nur irgendwie habe ich da gerade gar nichts gesagt. So. So, zack, zack, durch den halben Bildschirm. Ist hier irgendwas? Nö. Na, ist ja gut. Und zack, du auch. Hier ist so bestimmt ein schickes... Ja, dachte ich mir schon. Du kriegst eine ab. So, da mal das dritte. Und ich krieg ein Leben. Okay, Mystery Solved, wollte ich jetzt auf Deutsch. Mystery Solved. Also, Geheimnis gelüftet. Oh, jetzt habe ich auch Vorsprung gedrückt. Na egal, Vorsprung ist ja nicht schlimm. Yeah, cool. Ja, also drei goldene Pilze bringen ein Leben. Mehr haben die nicht zu bedeuten. Also ich bin da echt meistens auch zu faul, die anzusammeln. Aber wenn die auf dem Weg liegen, warum dann nicht? Okay, das war doch ein cooles Level. Wie ist das Level? Porfu? Ich habe jetzt überhaupt nicht verstanden, wie das Level heißt. Okay, besser nicht ins Wasser, weil... Oh, Delfin. Wasser ist böse zu mir. Ups, aber hier gibt es bestimmt ein neues Item. Oder hier? Ja, hier. Okay, der Delfin hilft mir mehr oder weniger auch nicht. Ah, der böse Fisch. Bitteschön. Naja, es klappt nicht ganz. So, mal sehen. Ah, ich bin voll daneben gesprungen. Jetzt habe ich ein Problem. Na, es geht noch. Okay. Ja, das Spiel vergibt einen viele Fehler, habe ich das Gefühl, weil... Oh Gott. Ich gar nicht mal so gut spiele. Jetzt muss ich echt mal mich zusammenreißen. Ich bin klein und habe keine Items mehr. Okay, schon mal eine Gelegenheit verpasst dafür so einen goldenen Pilz, aber... Ja, ist eigentlich scheißegal, ne? Level haben wir gerade noch so trotzdem geschafft. Dann ist ja alles gut. Ja, Curse Clear. Mit coolen Hintergrund. Wenn das so schwarz ist. Schwarz und zu Palmen, das kommt immer gut. So, Shark Shenigans. Was ist das für ein Wort? Ich hab's irgendwo schon mal gehört. Ich denke mal, dass die verhalten sich wie Delfine. Nur die darf ich besser nicht berühren, schätze ich mal. Und wir haben wieder die gewissenplagende Beach-Musik aus Mario und Luigi Dream Team Brothers. Ja, okay. Okay, da muss ich besser aufpassen. So, ich hätte echt gerne einen. Oh, cool. Aber nicht das, was ich eigentlich gerne hätte. Yeah, okay, schon mal groß und dann das. Und als Ersatz noch so ein Pilz. Also, ich bin jetzt erstmal bestens bedient. Also nicht bestens. Bisschen besser geht's ja noch. Noch ein Ersatz Feuerblume. Was ich mir auch noch gewünscht hätte, vielleicht für Snake, wäre noch ein zusätzliches Power-Up. So irgendwas zum Fliegen oder sowas. So ein Flug-Power-Up oder sowas, weil Mario Land 2 hatte ja auch mehrere verschiedene Power-Ups. Okay, eigentlich nur Feuerblumen fliegen, ne? Glaube ich. Aber immerhin. So. Das ist cool, Mann. Wenn diese Palmen im Hintergrund und diese Farbe so, ist nämlich voll an Miami Beach oder sowas, keine Ahnung. Das sieht echt cool aus. Captain Coop's Castle. Also ein Cooper Captain. Kann man davon ausgehen. Ist hier vielleicht was zum Fliegen drin? Oh, guck mal, da habe ich gerade von geredet und da haben wir unser Cape. Unser heißgeliebtes Cape, das ist schön. So, die Musik ist, glaube ich, auch aus Donkey Kong. So, zweimal fliegen. Das ist ja echt komisch. Ich habe gerade noch drüber geredet, wie cool es wäre, wenn das mal auch im Spiel drin wäre. Und jetzt kriege ich hier es um die Ohren geworfen. Okay, ich habe keinen Bock runterzugehen. So, ich kann ganz normal fliegen auch mit dem Cape. So, ich weiß nicht, ob ich das berühren darf vor mir. Ob das stachelig ist oder ob das ganz normale Korallen sind. Keine Ahnung, aber ich habe Angst, das auszuprobieren. Ups. Ja, das war nicht so gut, aber naja. Kopf hoch und weiter, ne?
müsste. Boah, schaffe ich's da? Boah, ja, gerade noch so mittendurch, wie so ein cooler Akrobat. Aber wenn das da irgendwie einen größeren Spalt gibt, dann schaffe ich es hier noch nicht, ne? Checkt man nicht. So, zur Belohnung kriege ich hier mein zweites Power-Up zurück. Boah, da ist Captain Koops. Okay, die Hitbox verstehe ich nicht ganz. Okay, er ist tot. Der war sogar einfacher als der Goomba-Boss aus dem letzten Part. Weil viermal draufspringen und alles ist gut. Ja, cooler Custom-Boss. So, dann gehen wir mal weiter. Das war die zweite Welt. Ich habe echt erstmal gedacht, so eine Welt, ein Part. Aber guck mal, wir haben ja auch ein bisschen Zeit. Welcome to the Jungle. Oh Mann, was für ein echt cooler Titel von einem Level. Weil Welcome to the Jungle ungefähr mein Leben ist. Okay, nein, das ist übertrieben, aber eins der coolsten Hardrock-Songs aller Zeiten, auf jeden Fall, von ganzen Roses. Nein, jetzt ist mein Fliegen weg, nur wegen so einem Scheiß. Oh Mann. Okay, dann hätte man vielleicht mal arbeiten sollen, dass Power-Up sammeln manchmal auch Nachteile hier bringt, vielleicht diese Rangordnung ein bisschen zu verändern. Also das hätte man vielleicht machen sollen, meine ich, weil jetzt habe ich echt eine Vollblume gesammelt und dadurch ist mein Flug-Power-Up verschwunden. Das ist ja scheiße. Naja, das war's halt mit dem Spaß mit Fliegen. Echt, hätte ich irgendwann mal selbst ein Super Mario World Hack gebaut. Eins meiner Levels würde auch Welcome to the Jungle heißen, wenn es so ein Dschungel-Level wäre. Vollkommen logisch. Was passt denn besser als unser erster Tod in diesem Spiel? Hm, bin ich tatsächlich mal gestorben. Okay. Wäre mir nicht passiert, wenn ich fliegen hätte, ne? Aber pscht. Ich sag ja nichts. Oh shit. Wow, okay. Vielleicht nicht so sehr abgehen. Oh, okay. Egal, wir haben ja noch Feuer. Alles ist cool, alles ist gut. So. Ich glaube, hier ist Ende, oder? Die Levels sind echt. Entweder ich rush durch wie ein Wahnsinniger oder die Levels sind echt voll kurz. Aber irgendwas kommt mir so vor. Ihr merkt schon, in einem Part schaffen wir richtig viele Levels. An irgendjemand muss das hier wohl liegen. Okay. Nächstes hat sogar ein Secret Exit. Okay. Bin gespannt. Kann ich klettern? So, die Musik ist aus New Super Mario Bros. Wii. Und auch diese, oh, klassische Dschungelmusik. So, einmal kurz fliegen und jetzt ist es wieder weg. Das ist natürlich traurig. So, den Fehler mache ich jetzt aber nicht nochmal. Ich nehme mir direkt meine Feuerblume, bevor ich gleich ein Item einsammle, wisst ihr? Und ach, scheiße. Okay. Ich wollte nur unbedingt rausfinden, ob man da hoch kann. Hm, ob man hier irgendwo rein kann? Boah, den da oben, den kill ich aber auch. Hua. Okay, nicht. Moment, wir machen das so und... Ah, scheiße. Ich wollte mir noch einen Zusatzpilz ergaunern. Dafür kann ich hier fliegen. Aber ich sollte trotzdem aufmerksam weitersuchen, weil... So, den ist mal tot. Ah, seht ihr, hier können wir schon mal rein. Weil es gibt hier ein Secret Exit. Ja. Das dazugehört... zum Secret Exit Teil. Sieht eigentlich sogar fast danach aus. Ja, sieht mir sogar ziemlich danach aus. Wow, Zusatzfehler. Das ist cool. Ja, wo führt uns das wohl hin? Zu einem Level Big Bad Boss Bass. Okay, das klingt sehr cool. Das machen wir im nächsten Part. Vielleicht für diesen Part nur noch das Level in normal durch. Mal ganz schnell durchrushen. Ich würde sogar bereit sein, ein bisschen durchzufliegen. Weil ein Großteil des Levels haben wir eh schon gesehen. Okay. Cockblock-Röhre. Cockblockt. Oh oh. Oh oh. Okay. Seht ihr? Es hätte fast wieder Konsequenzen gegeben für meine komischen Taten. So. Den Rest gehen wir einfach mal ganz normal durch. Weil hier waren wir jetzt noch nicht eben. Oh. Seht ihr schon? Verkackt.
aber ich will noch mehr. Oh fuck, seht ihr? Würde ich mal vorsichtig spielen, würde mir sowas nicht passieren, aber ich gehe echt erbarmungslos an meine Grenzen. So, haben wir's. Interessanterweise ist das immer so aufgebaut, dass das Ziel immer in einem extra Raum ist. Na, wohl nicht immer. Das war, glaube ich, in dem ersten Level zum Beispiel noch nicht so, aber fast immer irgendwie. So ein extra Raum für das Ende. Ja, auf jeden Fall war es das. Auch für diesen Part dann. So, der andere Weg, der führt uns dann da runter. Aber ich glaube, erstmal gehen wir dann im nächsten Part hier lang. Weil das so einen coolen Level-Titel hat. Big Bad Boss Bass. Und das machen wir dann, ne? Also haut rein.